Hi, na? Hier ist der X-Wing mit einem weiteren Chaos auf Deponie. Jo. Hier haben wir ein kleines Rätsel. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Was ich hier so rumfliegen kann und so. Und ihr habt euch trotzdem wieder getraut, auf diesen Knopf zu drücken. Bravo erstmal dafür. Aber ich hatte ja auch angekündigt, dass ich jetzt ein bisschen mehr über die Tiere erzählen werde. Ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es sich bei diesen seltsamen Kabäuschen um Warentransporter des Organon handelt. Ausgemusterte auch noch. Und dass Rufus trotz entgegen aller Ratschläge von Doc sie quasi benutzt, um sich ins Innere des Organon-Turms zu teleportieren, was natürlich zu einer die Fliegeartigen Genverschmelzung führt, die für ein kleines Kombinationsrätsel hinhalten muss. Und auch dieses Rätsel wieder hatte ich lange Zeit nicht zu Ende durchkonzeptioniert, sondern wir haben einfach gesagt so, das wird schon lustig und da fällt uns was Lustiges ein. Und dann nachher ging es komplett auf, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssten. Wir hatten einfach nur diese Idee, diesen Aufbau, haben es hingeschrieben und haben halt geguckt, so was passiert, wenn wir das und wenn wir das machen. Und nachher war es einfach so gelöst. Wundervoll. Ich finde es außerdem großartig, wie Rufus so komplett furchtlos mit diesem Schulterzucken, weil er einfach überhaupt nicht so weit denkt oder gar keine, das Wort Sorge oder Angst irgendwie überhaupt gar nicht zu kennen scheint, wenn es um seinen eigenen Körper geht. Einfach sagt so, ja, ach, genetische Verschmelzung, das lässt sich schon wieder rückgängig machen. Ja, viel Spaß bei dem Versuch. So. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. So. Was ist auf der anderen Seite? Ah, okay, ich weiß nicht. Das ist tricky. Das heißt, ich muss den da unten lassen. Noch nicht jetzt mit der Fliege machen, sondern... den Frosch nehmen. Das war schön. Also ich muss doch mit der Fliege agieren und alles rumwechseln. Weil die anderen beiden ja nichts können. Also, hier war das Schnabeltier und hier war der Frosch. Kann ich hier den Frosch hinbringen? Das ist schon mal gut. Frösche sind voll dämlich. Hier die Fliege irgendwie rein müssen. Okay.
ich da durch, hol den Frosch da rüber. Hallo Schnieschnarschnabeltier. Ich meine, da gab es auch noch irgendeine Vorgänge. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das bei einer war. Da mal darüber. Boah, schon so lange an diesem Rätsel. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht fast aus wie das verloren gegangene Ende von diesem Spiel mit der quäkigen Hauptrolle. Gut, dass sie das rausgenommen haben. Nach diesem Ende hätte wohl kein Mensch nach einer Fortsetzung gefragt. Zumindest nach keiner so coolen wie der hier. Hinter dem Spiel. Jetzt gehen wir natürlich da hoch. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drin liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. So, ein Feedback-Kommentar. Ich habe ja jetzt, dieser Screen erinnert mich gerade aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen daran. Ich habe ja jetzt tatsächlich seit knapp vor Jahreswechsel einen eigenen Assistenten. Genau, der halt wichtige Aufgaben erfüllen muss, Füße waschen, also meine Möbelrücken hier und da. Meistens gefallen sie mir dann im Endeffekt doch da, am besten, wo sie am Anfang standen. Was ja aber nicht heißt, dass dieser Job vollkommen unnütz wäre. Und der Johannes, der hat ebenfalls wichtige dramaturgische Aufgaben, zum Beispiel dramaturgischen Kaffee kochen, dramaturgische Sachen kopieren und so weiter zu tun hat. Dramaturgische Klemmbretter halten und hinter mir hertragen. Der löchert mich eigentlich, seit er hier angefangen hat in der Firma, löchert er mich halt mit einer einzigen Frage. Er hat eigentlich noch gar nichts anderes gesagt. Du, sag mal, Goal, wenn du gewusst hättest, dass Cletus eigentlich in dieser Situation gute Absichten hat, wärst du dann auch in deiner kompletten Form, also mit Agro-Goal und mit Baby-Goal, also in zusammengesetzter Goal-Komplets mit ihm mitgegangen? Ja, da wäre ich auf jeden Fall Cletus gefolgt. Da haben wir es. Potztausend. Ich folge überhaupt niemandem. Oh, jetzt geht's los. Catfight, Catfight! Ach ne, es sind ja zwei unterschiedliche Charakterfacetten, die ich hier mit dieser Fernbedienung... Das könnte sich jetzt schwierig... erweisen. Ja, vielleicht sehen wir aber etwas Ähnliches gleich im Bild. Seid gespannt. Es geht ja auf den Showdown zu. Yeah, Showdown! Cletus! Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen! Cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen!
du? Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich. An den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bo. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Oh ja, das war spannend. Dieses Set war halt natürlich nicht einfach zu finden. Wir brauchten halt irgendetwas, was halt auch nur entfernt erstmal an einen Organon-Sprengturm erinnert. Am Originalschauplatz konnten wir halt nicht drehen, weil der Organon da halt gerade eine Übung durchgeführt hat und die Antragsformular schon alleine, das war schon ein ganzes Buch, also an komischen Akten, die man hätte wälzen müssen und Anträgen, die man hätte ausfüllen müssen. Dann haben wir uns aber umentschieden und gesagt so, ach, ihr könnt uns mal und wir drehen das ganz woanders. Und haben uns schließlich dafür entschieden, wo war das denn noch gleich? Das war der Saarbrücker Flughafen, der ja kurz danach planiert und neu gebaut wurde. Ich habe aber inzwischen, das ist Zufall, ich habe gestern gelesen, die haben das gar nicht planiert, sondern die haben das alles sorgfältig abgeschraubt und Lemgo bekommt ja jetzt auch einen Flughafen und da wollen sie das dann wohl wieder hinbauen. Aber so schön kriegen die das nicht wieder hin, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn wir das im Vorfeld gewusst hätten, das hätten wir uns wahrscheinlich auch viel Aufwand ersparen können, weil immerhin mussten wir die Hälfte, das sieht man ja hier nicht, aber die Rückwand besteht halt so aus einzelnen schweren Panzerplatten, die aber nur lose verschraubt sind an so ein Stahlgerüst. Und da war halt eine Öffnung zwischen den unterschiedlichen Stahlträgern, die groß genug war, um eben diesen Planetenkiller, diese große Bombe, das Organon, um die da halt rein zu transportieren, weil die gab es natürlich nicht im Originalset. Die mussten wir ja schon aus unserem Bestand quasi... Die haben wir aus Wustweiler ranschaffen müssen. Genau. Der Transport war schon anstrengend, aber dann halt natürlich diese Flughafenwand abzuschrauben und dann nachträglich wieder ranzuschrauben, nur damit die halt dann, und das auch zweimal vor allem, wir mussten die ja reinbringen und wieder rausholen. Aber wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir natürlich die Wand auch einfach offen lassen können die ganze Zeit über. Und vor allen Dingen ist es ja total hirnrissig, so eine Bombe wieder rauszuholen, aus so einem Gebäude, das sowieso gesprengt werden muss. Nee, das haben wir doch besprochen. Das ist doch wie in diesen Mietverträgen. Also du musst die Wohnung neu tapezieren, bevor du ausziehst. Obwohl ganz klar ist, dass der Nächste die Tapeten gar nicht mag, mit den blauen Hasen drauf und die wieder runterreißt. Das habe ich noch nie begriffen. Aber das ist Bürokratie. Ne? Also Beamtenwahnsinn. Genau, Beamtenwahnsinn. Und jetzt aber nochmal, warum sollte irgendjemand Tapeten mit blauen Hasen drauf nicht mögen? Das sind Harvey-Tapeten gewesen. Wer auf der Welt macht denn eine Harvey-Tapete von der Wand? Ja, der einzieht. Ach, sei egal. Sehr egal. Jesus hat sie hier einfach so liegen lassen. Die Donner liegen lassen. Goal? Donner? Irgendwer? Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Die muss ich noch bei sich haben. Die gebe ich vorerst nicht mehr. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Die Datasetten haben ganz schön gelitten, aber nicht so sehr wie Kletus leiden wird. Ganz verdammt, abgeschlossen. Wie soll ich ihn denn nun mutig von hinten erledigen? Mutig von hinten. Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungsjam-Jam. Wofür? Kletus ist nebenan im Bombenkontrollraum und... Und offenbar nicht hier, um dich zu verprügeln. Himmel, wo ist Krawallgol, wenn man sie braucht? Deaktiviert von deinem sauberen Verlobten, der übrigens gerade dabei ist... Mit mir nach Elysium zu gehen, genau. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt, aber mir nachzulaufen ändert daran auch nichts. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgol. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Kletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins. Ich. Zwei.
Mitglied, es nützt dich nur aus, und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So! So, und nun? Das ist jetzt echt interessiert hier. Was kommt da? Okay. Kein Bild, kein Ton. Kein Bild, kein Ton. Ganz leise. Verdammt! Abgeschlossen. Wie soll ich ihn denn nun mutig von hinten erledigen? Um seine Abfahrt zu verhindern, bräuchte ich deutlich bessere Munition. Lieber nicht. Sie würde nur den Organon alarmieren. Wie bekomme ich sie nur dazu, mir zuzuhören? Ja. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss sie noch bei sich haben. Naja, wir haben schon wieder 16 Minuten vorbei. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin.